Здравствуйте. Сейчас я хочу рассказать о применении... Die Lehre von Grigori Grabowoi über Gott. Anwendung von optischen Spiegelungen innerhalb der Linsen für die Realisierung des steuernden Hellsehens des ewigen Lebens. Guten Tag. Ich möchte jetzt über die Anwendung einer speziellen Methode der Steuerung unter der Nutzung des Gerätes der Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens per K1U sprechen. Diese Methode zählt zu den Methoden meiner Lehre über Gott und heißt Anwendung von optischen Spiegelungen innerhalb von Linsen für die Realisierung der steuernden Hellsehens des ewigen Lebens. Bei dieser Methode, wenn ihr das PRK1U benutzt, müsst ihr die Spiegelung des Lichtes innerhalb den Linsen so betrachten, dass ihr neben irgendwelchen optischen visuellen Elementen, welche ihr zum Beispiel betrachten könnt, indem ihr mit eurem Blick gegen den Uhrzeigersinn dreht, beginnend mit der kleinen Linse, gleichzeitig die Ebene des steuernden Hellsehens auflegen könnt. Das heißt, erstens, ihr müsst euch die Elemente des Lichtes parallel vorstellen, welche dem steuernden Hellsehen entsprechen. Und weiterhin müsst ihr anfangen, diese Elemente des Lichtes wieder in das Gebiet irgendwelcher physischer Elemente des Lichtes innerhalb von Linsen zu verbreiten. Das können verschiedene Lichtflecke sein. Das kann eine Bewegung bei der Online-Videoüberwachung sein. Bestimmte Bewegungen des Lichtes, welche gerade mit der Spezifik des zu übertragenden Videobildes des funktionierenden Gerätes zu tun haben. Und wenn ihr die Linie des steuernden Hellsehens betrachtet, das heißt, visuell kann man das quasi als zwei Röhrchen silbernen Farbe betrachten. Das ist die optische Information und die Information des steuernden Hellsehens. Und wenn die Röhrchen aufeinander gelegt werden, so beginnt im Inneren eine mehrmalige Wiederholung der Spiegelung. Innerhalb des optischen Lichtes geschieht die mehrmalige Spiegelung, das Leuchten der Strahlung des steuernden Hellsehens. Und wenn ihr beginnt, das wahrzunehmen, wie dies geschieht, so sind allgemeingültige optische Gesetze von Bedeutung. Nun, wenn man sich ein silbernes Rohr vorstellt und mit der Taschenlampe in das Innere dieses Rohres leuchtet, so spiegelt sich das Licht irgendwie mehrmalig. Also, wenn wir beginnen wahrzunehmen, dass die Strahlung des steuernden Hellsehens, ebenso wie sie das gewöhnliche physische Licht innerhalb eines gewissen Zylinders mit spiegelartiger innerer Oberfläche spiegelt, so stellt sich heraus, dass wir sofort die Natur des Stoffes, der diese Impulse umgibt, zu sehen beginnen und gleichzeitig die gesamte äußere Natur der Welt und Knotenereignisse in der Welt, die das ewige Leben für alle realisieren. Hier ist es wichtig zu beachten, dass ein solches scheinbar einzelnes Beispiel über ein allgemeines Umfassungsvermögen bei der Handlung verfügt. Was aber gerade deshalb geschieht, weil wir die Information des steuernden Hellsehens in einer bestimmten geometrischen Form richtig untergebracht haben. Im Weiteren könnt ihr dieses im allgemeinen prinzipielle Beispiel, wie jetzt klar ist, diese bestimmte spezielle Methode auch in anderen Systemen der Steuerung mit Hilfe des Gerätes der Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens PRK1U verwenden, wenn ihr irgendeine konkrete Handlung durchführt, die gerade mit optischen Ebenen und, wie ich erklärt habe, mit dem Hinzufügen zum Beispiel des steuernden Hellsehens oder der Materie der steuernden Prognose, der Handlung der Seele zum Beispiel, verbunden ist. Oder man kann die Handlung des Geistes und der Seele und des Bewusstseins gleichzeitig als Strukturen realisieren, die beim steuernden Hellsehen verbunden sind. Und wenn wir das tun, dann könnt ihr im Grunde genommen das Bewusstsein, den Geist, es stellt sich so heraus, gleichzeitig und separat entwickeln.
Man kann die Handlung der Seele auf die Ebene des Austrittes des Bewusstseins durch die Struktur des Geistes vergrößern, das heißt verschiedene Konstruktionen der Steuerung verwenden. Weil ihr in diesem Fall, wenn ihr die Steuerung durch solche speziellen Formen aufzubauen beginnt, eine beliebige Struktur der Persönlichkeit nun ja entwickeln könnt. Die weitere Anwendung des Gerätes der Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens PRK1U ermöglicht es, bereits aufgrund des über diese Methode Gesagten, diese Konzentration schon gezielt zu verwenden, und dementsprechend die Aufgaben gerade der Gewährleistung des ewigen Lebens zu lösen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche allen ein harmonisches, ewiges Leben. Спасибо за внимание. Всем желаю гармоничной вечной жизни.